Willkommen zurück bei Paper Mario. Ist Mario wirklich ein Mörder? Auf jeden Fall will man mich auch nicht gehen lassen. Wenn du nicht der Mörder von Bürgermeister Pinguin bist, dann solltest du mir besser einen Beweis vorlegen. Bis dahin darfst du diese Stadt nicht verlassen. Ich werde mich keinen Zentimeter von meinem Posten entfernen. Du müsstest mich schon auch umbringen, um hier zu verschwinden. Aha. Oh Mann! Aber wir haben jemanden gefunden, der eventuell helfen kann in dieser wirklich dreckigen Situation für Mario. Den Herringway haben wir nämlich entdeckt. Da ist er. Ein Buchautor der Stadt. Hey! Schlägt er mir einfach die Tür vor die Nase zu? Ich glaube, ich spinne. So, wir gehen jetzt mal rein und klären die Sache. Vielleicht weiß der was. Auf jeden Fall hatte der Bürgermeister einen Zettel mit seinem Namen in der Hand. Das muss doch was zu bedeuten haben. Oh, du schon wieder. Hast du schon etwas rausgefunden, hm? Sag mal, der Pinguin hinter dir, ist das nicht Herringway, der Krimi-Autor, hä? Ach, der macht Krimis, aha. Der kennt sich dann also sehr gut aus, was? Hm, was? Bürgermeister Pinguin hielt einen Zettel in der Hand, auf dem Herringway stand? Boah, wenn das wahr wäre, hätte ich es ja bemerkt. Ja, mein Gott, die Kontaktlinsen, die ich habe, sind jetzt nicht die besten und auf jeden Fall stimmt das. Ich seh's, ja, natürlich. Gut. Es ist ein Hinweis auf den Mörder, bestimmt. Mit seinem letzten Atemzug hat der Bürgermeister versucht, uns den Namen seines Mörders mitzuteilen. Ganz bestimmt. So, Herringway, sie kaltherziger Mörder! Jetzt ergibt alles einen Sinn. Kein Wunder, dass ihre Bücher so aufregend und spannend sind und sich so gut verkaufen. Sie setzen ihre eigenen Geschichten in die Tat um. Guter Mann, hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie unglaublich lächerlich du klingst, du Waschlappen? Glaubst du tatsächlich, ich würde dem Bürgermeister so etwas antun? Er war mein bester Freund, du Trottel. Okay, ja, ihr wart Freunde, das stimmt. Ich habe euch häufig in der Kneipe gesehen. Ja, aber das war nur ein Vorwand, damit sie niemand dieses abscheulichen Verbrechens beschuldigen würde. So ist es doch, oder? Ich habe diesen schwierigen Fall gelöst! Jetzt komm mal runter, ja? Erstens hast du ja gar nichts gemacht und zweitens ist das totaler Quatsch. Ich würde niemals so berechenbar handeln. Außerdem bin ich völlig unschuldig. Ich habe mein Haus schon seit Wochen nicht mehr verlassen, weil ich an einem neuen Roman arbeite und nebenbei ein bisschen am PC zocke. Ich hatte gar nicht die Zeit, mich hierher zu schleichen und den Bürgermeister umzubringen. Ich möchte nur noch sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass der Mann mit dem Schnauzbart der Mörder ist. Oh, halt die Klappe, du blöde Kuh, ey. Was soll der Kack? Sie hat null Beweise. Dieser Pinguin-Mordfall wird immer faszinierender. Vielleicht sollte man ein Kamerateam herbeiholen. So, oder die Bild-Zeitung informieren. Was zum Teufel? Oh, das tat aber weh. Aua. Wie jetzt? Ah, mein Mann kehrt wieder. Er ist auferstanden. Er ist Jesus Christ. Bitte? Nee. Bin ich nicht. Aber hi, alle zusammen. Was geht denn hier ab? Was zum Bürgermeister? Wir dachten, sie seien tot. Sie haben nicht mehr geatmet und... Ja, okay, die Kehle war nicht durchgeschnitten, aber... Wie kann das sein? Dieser Hinterzimmermordfall ist ein Irrtum. Was für eine völlig krasse Pointe. Was redest du denn da? Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich zum Regal ging, um dieses Souvenir für Herringway zu holen. Oh ja, natürlich! Ich habe mich danach ausgestreckt, bin dann ausgerutscht, weil meine faule Frau den Boden nicht abgetrocknet hat, nachdem sie ihn geputzt hat, und bin dann voll auf dem Boden im Kopf aufgeschlagen. So ist es passiert. Ha! Der wahre Täter ist also die Frau! Oh doch, klar. Das hat sie bestimmt geplant, um an seine Kohle zu kommen. Hier, Herringway, bitte, das wollte ich dir geben. In Toadtown war es sehr lustig. So viele interessante Sehenswürdigkeiten. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen.
Sobald sich die Wogen hier etwas geglättet haben, werde ich dir haarklein von meinem Besuch in der großen Stadt berichten. Nun, danke, alter Freund. Das ist sehr lieb von dir. Aber Bürgermeister, wir dachten alle, sie seien ermordet worden. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Sei das nächste Mal bitte ein bisschen vorsichtiger, ja? Ja, wie wär's, wenn du deine Arbeit machst, Idiot? Er hätte einfach checken müssen, ob er noch am Leben ist. Ich meine, so schwer ist es nicht. Ja, tut mir leid. Ich fand das alles eher unterhaltsam. Kriegt bestimmt ein Kapitel in meinem nächsten Buch. Nun, ich muss jetzt wieder nach Hause. Mir ist gerade eine Idee für den Plot einer grandiosen Fortsetzung eingefallen. Ja, das ist mal eine überraschende Wendung, aber ist gut so, oder? Ich habe nur die besten Absichten. Aber es endet immer damit, dass ich einen Riesenaufruhr verursache. Ja, eigentlich ist die Frau dran schuld, ey. Hallo, nochmal Entschuldigung für alles. Es tut mir sehr leid. Sag, du bist doch Mario, ne? Dann lass mich dich endlich in Beaver City, dem Juwel des Nordens, willkommen heißen. Was gibt's? Du willst also hinüber ins Sternental wandern? Hm, ich verstehe, alles klar. Ich sag dem Torwächter, dass er dich passieren lassen soll. Pass gut auf dich auf. Und du solltest auch gut auf dich aufpassen. Ach, halt die Klappe und verpiss dich. Wir sprechen uns noch. Blöde Kuh! Meine Fresse, wegen ihr wäre ich beinahe im Knast gelandet. Das kann nicht wahr sein, aber so schnell kann es im Leben gehen, Leute. Ohne Schmarrn. Etwas Wahres ist hier schon dran. Es gibt so viele Menschen, die unschuldig im Knast sind, vor allem in den USA. Na gut, ich will da jetzt nichts hervorheben. Weltweit. Und ja, das ist traurig. Man muss immer aufpassen, was man tut. Aber manchmal kann man es auch nicht ändern. Wenn das Schicksal entscheidet, man hat die Arschkarte, dann hat man sie. Manchmal ist es eben höhere Macht. Und dir würde ich empfehlen, deinen Job ein bisschen besser zu machen. Beim Schnabel des Propheten. Die Frau des Bürgermeisters ist eine Panikmacherin. Obwohl ich mir sicher bin, dass in diesem Fall jeder sagen würde, dass meine Ermittlungsarbeit einfach perfekt war. What? Junge, du hast keinen scheiß Finger krumm gemacht. Ich bin doch nur von famegeilen Ärschen umgeben. Ich habe Herringway gefunden. Ich! Aber sei es drum, wir wollen zum Sternental, Freunde. Und dieser Weg hier bringt uns dorthin. Ich hol mal gleich den Gumbario hervor, weil... War hier nicht ein Item irgendwo? Nicht? Oder hier? Nee. Vielleicht verwechsel ich das mit Paper Mario 2. Was ich aber definitiv nicht verwechselt habe, ist... Junior Trooper! Ich hab auf dich gewartet, Mario! Ich warte seit einer Ewigkeit! Ich bin schon fast verzweifelt und erfroren. Ich dachte, ich müsste hier sterben. Hier ist es so frostig und kalt und ungemütlich und eisig. Ich hasse diesen Ort. Ich halte nicht mehr aus. Ich muss weg von hier. Ich werde dich jetzt in Rekordzeit fertig machen und mir dann ein warmes Fläschchen suchen. Bist du bereit, Eisnase? Dann ab geht's. Nicht schon wieder, Mann. Das ist der 50. Kampf gegen mich. Warum kapierst du nicht, dass du gegen mich keine Chance hast? Ganz einfach. Weil ich jetzt ein paar coole neue Techniken drauf habe. Pass mal auf! Da staunst du was? Ich bin jetzt Junior Potter. Ich habe auf Hogwarts studiert. Und ja, du sollst quasi mein Abschlussexamen sein. Ja, diesmal muss ich gewinnen. Ernsthaft? Mario, was kann er denn jetzt? Zaubertricks? Nun, das ist Junior Trooper, oder wie er sich jetzt nennt, Junior Potter. Ich bin erstaunt, ehrlich. Der Kerl gibt einfach nicht auf. Maximal KP 50, Angriffskraft 8 und Verteidigung 1. Er hat anscheinend viel trainiert. Er kann jetzt auch Magie einsetzen. Er könnte sich glatt Junior Gandalf nennen oder so. Egal, wir machen ihn platt. Jupp, das machen wir. Wie immer. Zumal ja jetzt... meine Ultrastiefel an meinen Füßen kleben. Das heißt, ich bin nochmal besser geworden. Allerdings hat sich jetzt natürlich auch das Timing bezüglich des Powerhüpfers verändert. So wie bei der Stampfattacke damals auch. Ich muss schauen, ob ich es noch drauf habe. Mario, magst du Zaubertricks? Den hier wirst du nicht mögen. Wir müssen aufpassen, der hat 8 Angriffskraft. Das ist durchaus sehr viel. Oh, und obwohl ich A gedrückt habe, hat es leider nicht gereicht. Das fühlt sich fantastisch an. Ich werde immer besser. Das kann so nicht weitergehen. Ich brauche Verteidigung.
von Sushi, bitte. Genau. Und nochmal Sprung plus. In der nächsten Runde greife ich dann an. Ich kann hier nicht so viel Zeit schinden. Er ist zu stark. Im Notfall werde ich auch auf den Ruhigsteller oder sowas zurückgreifen. Oh nein, er ist schon wieder dran. Aber diesmal konnte ich es ein bisschen blocken. So, Wasserblock bitte. Verteidigung. 1, 2, 3. Oder besser gesagt 4. Super, für 4 Runden steigt die Verteidigung um 1. Das wird mir helfen. Ich habe nur noch 17 KP, also pass auf, Mario. Angriff. Ja. Oh, okay. Es ist ein bisschen ungewohnt gerade gewesen, dass Mario die Stampfattacke nicht mehr macht, sondern so einen Drehsprung. Aber es geht wieder in Richtung Powerhüpfer, den wir am Anfang drauf hatten. Also, ja, im Grunde ist es jetzt wieder fast wie am Anfang. Ich mache jetzt gleich nochmal den Powerhüpfer, ohne ihn aufzuladen. Ich muss das Timing halt ein bisschen besser drauf haben. Irritierend ist nur, dass Mario immer höher springt und ich somit nicht wirklich im Rhythmus zuschlagen kann. Spucker-Attacke! Los! Aqua-Knarre! Sehr schön, 6 Schaden. Wir haben ihn gleich. Er hat eigentlich nichts drauf, außer diesen blöden Zauberstab-Angriff. Er hat mich zwar fast gekillt, aber ich habe eben auch nicht so viele KP. Es war ein guter Kampf, Junior Trooper. Wie eh und je, du hast dich nie blamiert, aber du bist und bleibst eben ein Idiot und ein Versager. Nerv uns bitte nicht weiter. Danke. Nein! Pech gehabt, ich kann dich wieder verprügeln. So, normalerweise sollte ich jetzt zurückgehen und mich heilen, aber das ist irgendwie lame, oder? Ich mach weiter. Ah, jetzt sind wir hier. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier irgendwo ein Sternsplitter ist und ein Brief. Und der Brief ist ziemlich lame zu finden. Hier war doch der Sternsplitter, oder? Ja. Man muss nämlich einen großen Baum 4-mal schlagen. Das war doch hier, oder? Ich glaube, der war's. Aber woran man das erkennen soll, weiß ich nicht. 1, 2... Ach so, okay, doch. Man kann das erkennen. Weil der Baum sich aufteilt. Oder wie soll ich das bezeichnen? Er verliert immer ein bisschen was von seiner Baumkrone. Die Schneemänner haben auch noch was zu bedeuten, aber noch nicht jetzt. Also ignorieren wir sie einfach. Hey, da ist was. Und zwar ein Tarngel. Cool. Stimmt, ich hatte doch eh eins im Inventar. Das hätte ich nutzen können im Kampf gegen Junior Trooper. Verdammt. Hätte ich mir einiges an Schaden erspart. Oh, ist das nicht schön? Wow. Erinnert so ein bisschen an das heutige New Super Mario U. Hier haben wir gleich 2 neue Gegner. Ach, du Kacke. Ja, dann nutze ich doch jetzt mal das Tarngel, oder was sagt ihr dazu? Gute Idee, was? Mario ist weg. Ich muss geheilt werden. Ich brauche dringend Herzen. Und du scannst jetzt erstmal hier diese Frostpiranha. Jupp, das ist eine Frostpiranha. Das sind eigentlich nichts anderes als gefrorene Piranha-Pflanzen. Maximal KP 10, Angriffskraft 4 und Verteidigung 0. Sie werden versuchen, dich mit ihrem eisigen Atem einzufrieren. Wenn du starr vor Kälte bist, bist du ihrer Gnade ausgeliefert. Versuche sie bewegungsunfähig zu machen. Eisattacken werden übrigens keine Wirkung zeigen. Feuerattacken allerdings... Oh, stimmt! Das heißt, Cooper mit seinem Feuerpanzer kommt jetzt tatsächlich nochmal zurück ins Rampenlicht, nachdem er zuletzt eigentlich mega Opfer war. Und eine Feuerblume würde sich hier eigentlich auch bewähren. So, die haben angegriffen, aber haben nichts hinbekommen. Ich nutze gleich noch ein Item, nämlich den Sternenwind. 6 Schaden für euch alle. Und dann muss der nächste gescannt werden. Hm. 3 Sternpunkte, das ist cool. Dann wird das nächste Level nicht lange auf sich warten lassen. Das ist ein Gulpo. Wow, der sieht ganz schön stramm aus. Eigentlich ist es doch eine fette und schwarze Version eines Morlords, oder? Und ein bisschen hat er das Gesicht von diesem Blarg aus Yoshi's Island. Maximal KP 12, Angriffskraft 2 und Verteidigung 0 hat er jedenfalls. Gulpos greifen mit Felsbrocken an, die sie zuerst verschlucken und dann wieder ausspucken. Naja, guten Appetit. Je größer der Felsen, desto höher der Schaden. Große Felsen verursachen 7 KP und kleine 5 KP Schaden. Das ist ein bisschen viel, ey. Ohne Munition können sie allerdings nicht viel Schaden anrichten. Du solltest dich zuerst auf die Felsen konzentrieren. Achso, die kann man auch kaputt machen. Nee, das mache ich aber nicht.
Die können mich ja gerade eh nicht treffen. Zum Glück habe ich das Tarngel genutzt. Ich glaube, sonst wäre ich gestorben. Und wir wollen in diesem Let's Play nicht sterben. Ich habe zwar noch Lebenspilze, aber ja, ich muss es ja nicht unbedingt provozieren, oder? Okay, Superbeben wird jetzt gebraucht, damit die alle verschwinden. Oh, yes! Bam! Und dann hole ich gleich mal den Cooper raus, weil wie gesagt, mit seinem Feuerpack... Yes! Endlich mal wieder zu gebrauchen! Das war gut! Doppelte Sternpunkte, 24 statt 12. Und damit reicht's zum Level. Geil! Nachdem ich so viel geschimpft habe auf sie, kommt sie endlich zurück und erfüllt mir diesen Wunsch mit den doppelten Sternpunkten, wenn's was nützt. Danke! Vielen, vielen Dank! Oh yeah! Jetzt bin ich happy. Jetzt bin ich happy. Happy! Oh, dieses Lied ist auch ganz geil. Ich kann zwar nicht singen, aber es heißt auch happy. Ja, ich kann es nicht mal nachsummen, weil ich jetzt die Musik von dem Spiel auf dem Ohr habe. Und ich kann nicht mich gleichzeitig auf irgendwelche Töne konzentrieren. Okay, wir haben nur zwei Gegner, da lohnt sich der Feuerpanzer eigentlich gar nicht wirklich. Ich werde stattdessen mal die Auszeit nutzen. Paralysiert alle Gegner für kurze Zeit. Ich weiß allerdings immer noch nicht, was der verdammte Unterschied zum Wiegenlied ist. Vielleicht hat das hier eine höhere Trefferquote, das kann sein. Anders kann ich mir das nämlich nicht erklären. Die Attacke sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, ne? Aber eigentlich ist es genau der gleiche Scheiß wie bei der Stoppuhr, oder nicht? Ich bin verwirrt. Oder vielleicht hat es sogar 100%. Ah, okay. Es hält länger an. 5 Runden nämlich. Alles klar, dann dürfte die Frage geklärt sein. Allerdings würde mich trotzdem noch die Trefferquote interessieren. Wenn das irgendjemand weiß oder ob das irgendwo steht, bitte mitteilen. Und auf die Viecher auf jeden Fall draufspringen, weil dann kann man sie nämlich gleich killen. Mario macht 10 Schaden mit seinen Ultrastiefeln und den beiden Kraft-Plus-Dingern. Epic, oder? Ahaha. Und es gibt immer noch 2 Sternpunkte für die. Also das ist ja gut. Damit kann ich leben. Das passt schon. Da hinten ist noch ein Brief an Mallow am Sternschnuppengipfel. Ja, ja, wir müssen demnächst eigentlich mal wieder einige Briefe zustellen, ne? Das sind einige Sternsplitter, die wir noch nicht haben, aber die wir langsam mal holen sollen. Oh. Hä? Der Geist aus Pokémon Gelb! Verschwinde! Komm nicht weiter! Kehr um oder ich fresse dich! Was bist du denn für einer? Was denkst du? Bin ich nicht furchterregend? Jetzt hast du Angst. Habe ich nicht. Wobei doch, ich habe Angst, weil ich muss nämlich zu Gumbario wechseln. Ansonsten werde ich dich platt machen. Ich will das komische Ding ja scannen. Was ist jetzt? Hast du Angst oder nicht? Arsch. Ich habe nicht Angst. Was? Das sollst du bereuen. Wir kämpfen gegen einen Geist. Können wir gegen den gewinnen? In Pokémon Gelb konnte man nicht so leicht gegen ihn gewinnen. Ein Monster! Man hat ja dieses Go-Linse oder sowas gebraucht. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Irgendwas aus der Silph-Cup. Ach, keine Ahnung. Dieses Monster, nicht mal ich weiß, was zum Teufel das ist. Ich weiß nicht wieso, aber es sieht richtig furchterregend aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es mal in einem Albtraum gesehen habe. Oder in meinem Gameboy? Nun, Maxima KP 20, Verteidigung 0. Ich kann allerdings seine Angriffskraft nicht einschätzen. Aber so wie es aussieht, muss er sehr stark sein. Oh Gott! Sollte ich doch Respekt haben? Schnell angreifen! Immerhin ist er nicht durchlässig und kann wirklich getroffen werden von meinem Ultra-Stiefelchen. Yeah, nur noch 4 KP. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Gib's mir, komm. Oh, das sieht brutal aus. Nein! Hallo? Oh, ein Schadenspunkt. Der Oberhammer. Hast du jetzt Angst? Ist das dein Ernst, Junge? Geh sterben, du Waschlappen. Du kannst ja gar nichts. Du bist ja der größte Idiot, den ich die letzten 50 Parts gesehen habe. Was? Und für diese Zange kriegt man 13 Sternpunkte?
Ich hab... Alter, ich hab einen erwartet. Da ist es ja schwieriger, eine Rolle Klopapier zu besiegen als den. Lauft schnell weg. Sternenkinder? Ein Haufen von Twinks. Aber warum haben sie mich attackiert? Ich bin doch Mario und kein böser Mensch. Gibt's hier was? Sieht so sonderbar aus hier. Ja, tatsächlich. Eine Stoppuhr. Okay, die nehme ich mal mit. So, jetzt bin ich aber gespannt. Du, was ist denn hier los? Warum greifen die mich an? Ah, du bist doch Mario. Danke, dass du gekommen bist. Wie geht es dir? Man nennt mich Merlee. Ich kümmere mich um die Sternenkinder, die hier im Sternental geboren werden. Ja, toll, kümmerst du dich um die... Ich muss dir sehr viel erzählen, aber nicht hier. Komm, lass uns in mein Haus gehen. In dieser Kälte kann ich mich nicht konzentrieren. Außerdem brauche ich noch einen Kaffee. Gerne. Bei der Kälte hätte ich nämlich auch ganz gerne einen. So. Hey, da ist ja der Ninji. Wobei, nee, da sind mehrere. Ich war noch nie so im Stress. Diese Sternenkinder sind lebhafter, als der Tag lang ist. OMG. Ich muss mich für das rüpelhafte Auftreten der Sternenkinder entschuldigen. Es ist schwer, sie zu erziehen, verstehst du? Sie erschrecken Fremde, um Bowsers Leute von diesem Tal fernzuhalten. Bitte, du musst ihnen verzeihen. Ach so, ja, wenn das so ist, kann ich das sogar ein bisschen verstehen, aber... Die müssen doch wissen, wie ich aussehe. Und mich deshalb nicht angreifen, meine Güte. Bitte erobere den Sternenstab von Bowser zurück, Mario. Das Königreich muss endlich wieder Frieden finden. Viel Glück! Ja, ja, kein Problem. Aber ich wundere mich gerade, dass es hier noch ein Item... Ach nee, es ist ja gar kein Itemladen. Was laber ich für einen Schwachsinn? Das ist ja ein Rasthaus. Aber uns geht's gut. Ich werde mich trotzdem heilen, allerdings wenn der Part aus ist. Und das ist ja gleich der Fall. Ein Itemladen gibt es hier nicht. Ich will trotzdem wissen, was hier ist. Ich koche für die Sternenkinder. Sie sind alle sehr brav. Ist klar. Das ist eine Erleichterung für uns. Ich glaube, sie sind jetzt besonders brav, weil sie hoffen, dass du den Sternenstab zurückholst. Auch ich hoffe, dass du das schaffst. Ach, wird mir schon gelingen. Aber die ganzen Häuser sind so schön oldschool, wenn man mal auf den Ofen geguckt hat und so. Das ist wie bei Heidi. Du hast mich gefunden. Hast du mich funkeln gesehen? Glaubst du, ich kann auch bald in den Himmel aufsteigen? Wenn du hart dafür trainierst, sicherlich, ja. Okay, Freunde, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen hoch und den nächsten Part wieder einschalten. Bei Paper Mario geht's bald weiter. Tschüss.